Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Hier mal wieder in der Garage von Michael. Wir beginnen ja irgendwie fast jede GTA-Folge in irgendeiner Garage. Wir holen uns mal wieder den Centorno. Wenn man das kann, dann ist das natürlich auch geil, ne? So, in der heutigen Folge machen wir die kleine Mini-Mission, die hier neben Lester ist. Und da oben ist auch noch eine. Dann werden wir in dieser Folge höchstwahrscheinlich viele Mini-Missionen machen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwo auf einen Geldtransporter treffen, damit wir wenigstens etwas Kohle bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, denke ich mal schon etwas geringer. Und ich muss sagen, wir fahren echt geil. Also, Führerschein ist gemacht. Ich habe echt weniger Unfälle, seitdem mein Fahrskill auf 100 ist. Ja. Trotzdem muss man sich dann immer noch drauf konzentrieren, dass man wirklich gut fahren kann. Da komme ich durch. Da hinten steht ein Auto. So, wisst du, obwohl, wie weit sind wir jetzt von mir, von mal? Ja, gut, ne, wisst du was, ich hol mir das Auto, was da bei der Polizei stand. Die haben ja auch noch eine Karre von mir, da hol ich mir einfach die. Obwohl, ne, das schaffe ich schon. Das Positive hier ist ja, dass man hier mit geklauten Autos an der Polizei dran vorbeifahren kann und die da nichts machen. Da ist jetzt aber auch die Frage, wo ich da hin muss. Geradeaus und dann... Ja, ich hab's doch kapiert. So, und dann hier lang. Das ist doch schon. Und da hinten sehen wir es doch auch schon. Ach scheiße, hier kann man die Autos gar nicht klauen. Oh, fick dich doch. Nee, wir machen zuerst die Fremde- und Freaks-Mission da. Zeig mal her den Lachs. Null Tote in der Geschichte der Welt, also. Fear is a gateway drug to lies. Excuse me, sir, can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots, it's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my face. What's a question? Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. Passport to Nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's an
pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck! What the fuck? I really screwed myself this time. This is no Gatling. Und da sind Aliens. Gut, ich würde ja jetzt sagen, Finger weg von Drogen, aber mit einer Gatling gegen Aliens zu kämpfen, das macht schon heiden Spaß, vor allen Dingen, wenn die auch noch unendlich Munition hätte. Das ist mal eine geile Mission. Ach du Scheiße, wo... Ach du Scheiße. Oh, die kommen jetzt von allen Seiten. Uncool. Oh, jetzt hör doch auf. Okay, doch, Finger weg von Drogen, es wäre besser. Haben wir es geschafft? Ach du Scheiße. Push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. What the fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Okay, cool. Am Arsch unversehrt. Ich geb dir gleich unversehrt. So ein Scheiß. War schon eine geile Mission, das muss man sagen. So, fahren wir jetzt zu meiner Garage zurück. Holen uns dann wieder ein Centorno, mit dem wir es dann hoffentlich länger als eine Minute schaffen zu überleben und so. Und dann begeben wir uns noch zu der Fremden und Freaks Mission da hinten. Yo, Fremder. Kommen wir da. Arsch. Scheiß Sonntagsmarkt. Scheiße, wir sind dran vorbeigefahren. Die Garage ist da hinten. You fucking dick.
So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Na komm. Holen wir uns jetzt hier noch so ein Zentorno. Zentorno. Na komm. Kann man nicht mal gedrückt halten. So, und mit denen fahren wir dann zu der Fremden- und Freaks-Mission, die eigentlich da hinten war, jetzt aber nicht mehr zu sehen ist. Da scheint wohl nur an einigen speziellen Tagen dort zu sein. Dann fahren wir einfach mal zu Michael. Denn wenn wir bei Michael sind, können wir dann nämlich ein bisschen schlafen. Da ist nicht nur unsere Energie noch voll aufgeheilt, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ich glaube, dass das so ist. Sondern wir können auch noch nach einem Adder gucken, ob wir einen finden. Obwohl wir jetzt einen Zentorno haben, also das eher weniger benötigen. Und dann können wir halt noch die Fremde und Freaks Mission machen. Wie viele Motorradfahrer sind hier überhaupt? Ist da irgend so ein Event oder so? So, parken wir die Karre in der Garage. Die sollte ja leer sein, glaube ich, oder? Yep. Und ja. Okay. Der hat die Tür zu. Das ist immer ein scheiß Badezimmer. Das ist ein Klo, mehr nicht. What the fuck? Alter, es geht doch nicht. So, theoretisch sollten wir ja, sollte ja jetzt eine andere Zeit sein oder so. Ja, das Speichern brauchen wir eigentlich nicht. I'm taking some time off, ladies. These days are hound dogs, you hear? One bitch ain't enough. Unless you, like, know someone, you go out... Ah, yeah, okay. Ist okay, ist okay. So, theoretisch sollten wir jetzt 8 Stunden später sein. Wenn ich mich noch dran erinnern sollte. So viel zu dem Thema. Okay, da würde ich sagen, üben wir noch ein bisschen Autofahren. Äh,
und schauen mal, ob wir wieder, wie in der einen Folge, wo wir es einfach nur weggelassen haben, rein zufällig so einen schönen Geldtransporter da oben treffen. Scheiß Wichser. Wobei, nein, das ist falsch, das ist falsch. Wir müssen geradeaus fahren. Das ist ein scheiß Navi. Bestimmt irgendein Billigteil von Aldi. Jetzt, nur weil ich das gesagt habe, muss ich jetzt oben schreiben, PP unterstützt durch Produktplatzierung. Da oben hang gerade jemand ein Schild runter. Das muss ich mir irgendwann nochmal genauer angucken, was das war. So, hier könnt ihr sehen, wie super ich meine Fahrskills verbessere. Denn die Strecke hier, die Autobahn bis Rinder, da gibt es zwei Orte, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dort einen Geldtransporter zu treffen. Und das nur auf dieser einen geraden Strecke. Und außerdem gibt es da noch was anderes, nämlich dieses wunderbare Easter Egg, was ich euch zeigen wollte, aber was nicht da war. Kann ja möglich sein, dass das natürlich erst im späteren Spielverlauf zu sehen ist. Kann aber auch möglich sein, dass das nur zufällig da ist und man halt da öfters mal dran vorbeifahren muss, um das zu finden oder so. So, warte mal, wir machen mal anständige Musik an. Radio Mirror Park, der geilste Radiosender, den es gibt. Was eigentlich nur an einem Lied liegt, aber egal. Es ist ein cooles Lied. Maybe we're just sleepwalking. Oh, oh, oh. Wie viele Motorradfahrer sind denn hier in letzter Zeit unterwegs? Geht doch nicht. Oh, das kriege ich alles. Nein! Nein! Oh Mann, oh, hier bin ich total dran vorbei. Ah, das habe ich komplett. Mann, war das jetzt eine schlechte Nummer. So, da vorne an der Fliegerband, Fliegerbank wäre, oder Flieser, wäre ein Ort gewesen, wo man Geldtransporter öfters mal treffen kann. Und dann noch in den ein Dörfchen, was da am Ende der Strecke ist. Wo auch das Krankenhaus ist. Ja, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Wand hier sieht auch trotzdem irgendwie geil aus, muss ich sagen. So, wir könnten uns auch einen Hexer holen, aber nee, das mal. Der Centorno ist schon geil genug. Oh, ja doch. Kann man denn nicht einmal anständig hier doch... Was ist denn mit dem Motorradfahrer da los? Läuft bei den Typen. So, und zu meiner Rechten sehen wir jetzt einen Ort, wo ein Easter Egg liegen könnte, was es im Moment aber derzeit wieder nicht tut. Und zu meiner Linken sehen wir dann gleich einen Ort, wo ein Geldtransporter stehen könnte, was er höchstwahrscheinlich aber allerdings auch nicht tun wird. Und schon wieder zwei Motorradfahrer. Wie viele Motorradfahrer sind denn hier jetzt unterwegs? Angriff der Killer-Motorradfahrer oder wie? Da ist schon wieder einer. Müsste man mal alle durchziehen. Quizfrage: Wie viele Motorradfahrer haben wir hier in diesem Part jetzt schon gesehen? Und nein, hier ist ebenfalls kein Geldtransporter.
Ja, da würde ich sagen, beenden wir die noch nicht ganz so erfolgreich gewesene Folge, aber wir haben wenigstens ein paar schöne Aliens gekillt. Hat man ja auch nicht alle Tage. Aber die Fremde und Freaks Mission wäre hier noch. Komm, da fahren wir jetzt auch noch hin. In 5 Minuten schaffen wir das. Die Folgen sollen ja eh meistens so um die 25 Minuten gehen. Und ich denke, ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Haben wir ja hier anständige Mulden. Ja. Einen anständigen Radiosender im Hintergrund laufen. Ja gut, vielleicht schaffen wir es auch nicht, vielleicht sterben wir auf dem Weg dahin. Dann könnt ihr noch die mieseste Kurve sehen, die es hier in ganz GTA gibt. Das ist nämlich diese, ist es die, nee, das ist nicht diese hier, das ist dann die nächste. Obwohl diese ja auch schon recht mies ist. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis diese erscheint. Ich freue mich wie immer über Kommis, Abos und Likes. Und bis zum nächsten Mal.